Ladies and Gentlemen, Russik Bumsik ist am Start und heute mal wieder mit einem geisteskranken Hide-and-Seek-Battle. Denn wir befinden uns gerade auf einem riesigen Flugzeugfrachter und wir haben die kleinsten Fahrzeuge in ganz GTA hier. Denn wir werden heute ein Hide-and-Seek auf dem Frachter spielen gegen iCrimex. Was geht ab? Bro, hier ein Hide-and-Seek mit den kleinsten Fahrzeugen der Welt. An sich denkt man sich, die Location ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber ich glaube, es wird verdammt schwer, hier alles zu Bro, kennst du schon den Spezialtanz? Max, geht's dir gut? Ich glaube, du hast dich ein bisschen verdreht, Bruder. Okay. Bro, das ist der Verrenkungstanz. Okay, schön verdreht, aber Leute, ich würde sagen, erstmal ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und Max, pack die Rope Gun aus, jetzt wird versteckt und ich fange direkt mit dem Größten an. Let's go. Ich sag dir ehrlich, an sich interessante Versteckmöglichkeiten. Man kann hoch, man kann runter, man kann irgendwo runterspringen, man kann runterfallen, man kann da dingen. Also ich sag so, ich glaube, heute wird es gar nicht so einfach sein, alles zu finden. Okay, 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 okay. Bro, coole Location, ehrlich. Das ist hell, das ist eigentlich übernice hier. Übel nice, Bro. Ich weiß gar nicht, wohin ich fahren soll. So richtig habe ich den Flugzeugfrachter noch nie beobachtet, aber... Alter! Bro! Ich habe da gerade eine Explosion ausgelöst. Ja, ist dein Auto kaputt gegangen? Wenn ja, strong. Nö, mir geht's gut. Okay, dir geht's gut. Ey, Bro, ich weiß gar nicht, wo ich denn mein erstes Auto verstecken soll. Also hier gibt's echt gut Flugzeuge, sage ich schon. Verstecke. Sehr, sehr crazy Locations hier. Ja. Und ich sag mal so, vielleicht könnte man auch einfach... Hey, ich bin mir echt nicht sicher, wo ich das erste Fahrzeug verstecken soll. Ich hab wirklich was Cracktes rausgefunden. Ah, man kann aus dem Auto gar nicht rausschießen, wo ich drin sitze, mit Rope Gun. Oh, das ist... Okay, das macht viele schwer. Also ein Fahrzeug ohne Rope Gun zu... Was? Was ist... Bitte was? Okay, Bro. Nee, ich bin nur fasziniert, wie viele Verstecke es eigentlich gibt. Das ist wirklich krass. Bro, man denkt sich so kleine Location, aber gar nicht klein, Bro. Es gibt hier echt Verstecke. Okay, ich sag mal so, das erste Auto ist nicht so einfach zu verstecken. Also meins zumindest, was ich gedacht hier habe. Weil das kann nicht ropen. Okay. Es kann halt nicht ropen. Was denn, Bro? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Ich hab hier nur ein bisschen die Aussicht genossen. Ich muss weg, muss los, Bro. Ach so, ja. Ich hab hier nur ein bisschen. Ich hab dich nicht gesehen, Bro. Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Also alles gut, kein Stress. Hab dich nicht gesehen, Bro. Alles gut. Hey, ja, ist klar. Ist klar, ist doch logisch, oder? Ey, ich sag dir, ich mach mein erstes Versteck mal was Interessantes. Und zwar werde ich das hier einfach hinstellen. Und dann werde ich es einfach hier stehen lassen. Dann vielleicht so, ja doch, das könnte schon gut werden. So, auch mal so. Okay, let's go zum nächsten Auto, Leute. So, ich bin jetzt beim zweiten Auto und ich glaube, okay, ich kann wieder nicht die Rope Gun, glaube ich, von hier aus benutzen, oder? Doch, von hier, von dem geht. Also von dem einen Burrito ging gar nichts, von dem großen Truggy, aber jetzt geht's schon wieder. Und das macht das Ganze natürlich spannend. Oh, Bro. Ich sag dir, wie es ist. Es wird echt schwer sein. Bist du zufrieden? Hast du das erste Fahrzeug jetzt geschafft zu verstecken oder noch nicht? Nee, noch nicht. Noch nicht? Ich hatte eine sehr nice Idee, aber wurde ja dabei leider gestört. Bro, du kannst gerne nochmal probieren. Alles gut. Ich bin woanders. Ich bin woanders, Bro. Okay. Ich mach was anderes jetzt. Okay, dann mach halt was anderes, Bro. Ist auch okay. Okay, das Auto kann man so geil, glaube ich, verstecken, Freunde. Oh mein Gott, Bro, ich glaube, man kann ja auch noch da hoch. Ey, also mit kleinen Fahrzeugen zu verstecken, ist zu viele Möglichkeiten irgendwie. Okay, Bro, das wäre selbst eigentlich krass mit normalen Fahrzeugen hier schon. Nee, das glaube ich nicht. Normale Fahrzeuge wären nicht so schwer. Also zu finden halt. Ja gut, die Location ist halt nicht groß. Das muss ja, man sagen. Normale Fahrzeuge findet man schon eher. Aber hier... Aber kann man nicht ropen mit den ganzen Fahrzeugen, oder? Doch, also nicht mit allen, aber mit vielen. So, wo kann man denn jetzt hier so schön... Bro, das ist so wild. Ja. Alter. Bro, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich kann doch einfach probieren. Irgendwie... Oh mein Gott, ich habe eine gute Idee. So eine sehr gute Idee. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist vielleicht echt nicht schlecht. Wir gehen kurz beiseite, Leute. Ey, das ist an sich ein geiles Versteck, aber theoretisch gesehen... Ja, okay, wir lassen es, Leute. Wir lassen das Versteck. Geisteskrankes Versteck. Okay, wir gehen rüber zum nächsten Fahrzeug. Also ich sag dir, wie es ist. Ich habe echt schon ein paar Knallerverstecke. So richtig, wo ich sag, okay, die sind echt nicht ohne. So, dann gehen wir hier hin. Oha. Alter. Oh mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. Was? Bro, ich habe auch einen Knaller. Ich habe ein richtiges Knallerversteck. Okay. Also eins werde ich nochmal neu machen. Ich sag dir, wie es ist. Oh mein Gott, warte mal. Oh mein Gott. Alter, diese Versteckmöglichkeiten. Geisteskrank, ne? Also ich weiß nicht, entweder ich denke, die sind geistkrank, aber sind am Ende gar nicht so geistkrank. Oder ich weiß auch nicht, Bro. Aber das ist nicht schlecht. Okay, wir lassen einfach das Auto mal hier stehen und gehen über zum nächsten Auto. So, Bro, also ich sag dir ehrlich, ich bin schon beim letzten. Ja, ich hatte leider ein paar technische Probleme gehabt, aber... Ja, okay, technische Probleme sind nicht so gut, mein Lieber. Aber du solltest vielleicht echt mal gucken, dass du dich anfängst zu konzentrieren. So, weißt du, ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und, oh, warte mal. Aha, das... Hey, Bro, es gibt hier wirklich so geisteskranke Verstecke. Ja, gibt es auch. So. Okay, Bro. Nein, mein Plan geht nicht. Moin, Meister, Bro. Ich wollte eigentlich übelst den Masterplan machen, aber es geht einfach nicht. Bro, das wäre so ein geniales Versteck gewesen, Leute. Ach, okay. Mann. Ach, du wolltest den Fahrzeug rein. Ja, ja. Lol, Bro, das wollte ich auch jetzt gerade, also Real Talk wollte ich auch gerade machen. Echt? Ah, das geht nicht? Ah, nein, schade. Irgendwie nicht. Schade, Real Talk, ich wollte das auch machen. Alter, das kann doch nicht sein. Okay. Bro, das kann doch nicht sein, ich sag dir ehrlich. Aber ist okay, mit dem Versteck bin ich auch ziemlich zufrieden, weil, ja... Kann man so stehen lassen auf jeden Fall, Leute. Und damit sind wir durch. Let's go. So, Max, hast du es endlich geschafft, deine Fahrzeuge zu verstecken? Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Okay, 10 Minuten ab jetzt, Bro. Und guck mal, ich habe eine Frage. Hast du ein Fahrzeug entdeckt beim Verstecken von mir? Ja. Echt? Und ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott, ich aber auch. Ach, welches hast du entdeckt? Sag ich nicht. Das sage ich immer noch nicht, weißt du? Ich meine, ich habe auch eins. Hast du nur eins? Ja, ich hoffe doch, ja. Ich hab eins entdeckt und zwar hier oben im Turm habe ich eins entdeckt. Nein, ich fand es gut eigentlich. Das war auch gut hinter den Kisten. Ja. Es hat nur eine Schwachstelle, das versteckt. Ja, hier. Und zwar, wenn man hier drin ist, sieht man es durch die Scheibe durch. Ja, Mann. Weil ich war auch hier oben in der Kommandozentrale und habe das dann da quasi das Rot da durch. Ja, okay, aber das Ding ist, das Auto ist in der Kommandozentrale drinne. Nee, guck mal, das ist im Fenster. Ach so, lol. Ja. Okay, ich dachte sogar, es wäre hinter den Kartons hier, weil guck mal, ich habe das nämlich von hier innen gesehen. Ja, krass, okay. Ah, okay. Ja, ich habe es innen versteckt und gedacht, vielleicht sieht man es von außen nicht, so weißt du, so auf den. Ey, ich habe es nur von drinnen gesehen, tatsächlich. Oh, warte mal, hier sind ja so viele Kommandozentralen jetzt, alles drum und dran. Fangen wir an. Okay, ein Fahrzeug, ja, dann weiß ich auch eins von dir. Das ist gut, dass du direkt das hast. Welches hast du denn gefunden? Ich kann es dir gleich sagen, nachdem ich hier die Kommandozentrale 2 durchgeschaut habe. Und zwar habe ich eins gesehen, was am Boot hing. Wie am Boot? Wie am Boot? Ja, dort am Boot halt irgendwo. Ja. Aha, okay. Ja, und weißt du, was ich noch eins gesehen habe? Wo denn? Da unten drin. Bei den Kisten. Weißt du, was ich meine? Nee. Du hast doch da unten eins bei den Kisten, stimmt's? Ja, ich hab unten so eins. Na, Bro, ich prank nur. Alles gut. Ich wollte nur ein paar Informationen. Hast du irgendwas? Wir können auch gerne mal mit den Fragen jetzt hier starten. Weißt du, was auch mutig ist? Wenn man irgendwie ein Auto versteckt an den Raketen, so ganz nah dran, dass wenn man irgendeine falsche Bewegung macht, boom. Okay. Das ist natürlich auch crazy. Hast du etwas da oben im Cockpit, so da oben, also quasi da oben versteckt, wo mein Auto Kommandozentrale war? Kommandozentrale. Nee. Okay.
wollte. Ich habe gesehen, dass du da bist. Dachte mir, nee, ich gehe da nicht. Okay, spannend, spannend, spannend. Okay, du kannst fragen, wenn du möchtest, mein Lieber. Hast du etwas da unten im Frachtraum versteckt? Ja, auf jeden Fall. Du? Also wo diese Kampfjets also, da stehen und so. Ich weiß ja, wo... ich habe jetzt ein Fahrzeug von dir genommen, was ich ja gekannt habe und kenne. Und das werde ich jetzt erstmal ans Ziel bringen, mein Lieber. Und es ist auch sogar dasselbe SC-Car, was du von mir gefunden hast, Bro. Krass. Na, das am Anker da. Richtig, das habe ich gesehen. Krass. Ah, das fand ich so stark. Ja, fand ich auch stark, aber ich sag mal so, man guckt immer mal ein bisschen unter die... unter das Schiff, so weißt du. Also, ja, das ist, glaube ich... Oh. Und dann sage ich es gleich und fliege erstmal runter. Perfekt, das ist natürlich... Aber ich checke gerade diesen Frachtraum da unten die ganze Zeit. Boah, Bro, hier sind ja geisteskranke Versteckmöglichkeiten. Theoretisch, wenn man sich ein bisschen ropen könnte. Oha, was hier alles möglich ist, ist krass. Sag ich dir, wie es ist? Ja. Gibt sehr, sehr dicke Verstecke. Oh mein Gott, wie habe ich mich denn hier hingeropt? So, okay. Du hast ja auch, also Gegenfrage, du hast ja auch was im Frachtraum, oder? Ja. Okay. Aber ich merke auch gerade, dass es zwei von diesen Frachträumen gibt. Bro, es gibt mehr als man denkt. Alles ist hier schwierig, Bro. Ich sag dir ehrlich, gar nicht so einfach. Oh, da unten bist du. Ich sag dir so, wie es ist. Ich tu mir gerade ein bisschen schwer. Ja? Ah, was sehe ich denn da oben? Wo ist das da? Das Lenkrad vom Bobbycar. Nein, Bro, das ist nicht das, wonach es aussieht, nice. Wirklich. War das dein Prachtraumfahrzeug? Bro, das ist doch nicht das, wonach es aussieht, Bro, wirklich. Ich glaube, es ist ganz genau das, wonach es aussieht. Wo hast du denn deine Fahrzeuge? Boah, Bro. Also du hast das Einfachste von mir gefunden. Die anderen, sage ich schon mal, werden nicht so leicht. Anker war Einfachste? Anker war Einfachste, ja. Niemals. Niemals, Bro. Hä? Bro, was hast du getan? Ich sag dir so, wie es ist. Oh, ich konnte das Bobbycar hier gerade nicht ropen. Ja, wieso? Keine Ahnung, ist irgendwie durch die Map gefallen. Egal, ist okay, ist okay, ist okay. Wir wissen, dass du es hast. Vielleicht finde ich ja dein Bobbycar. Dann ist wieder alles besser. Ja. Also warte mal, hast du die Frage jetzt beantwortet? Hast du da noch weitere Fahrzeuge in dem Frachtraum oder? Ich habe auf jeden Fall noch weitere Fahrzeuge in diesen Frachträumen. Oh, ich habe eins. Ich habe ein Auto von dir. Du hast es mit Pistolen zugedeckt, diesen fetten Truck. Du hast einen Container gespawnt und mit Dingen zugedeckt, mit Waffen. Geil. Ja, gut. Geil. Das klingt stark. Auch nach mir. Stark, 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 stark. Okay. Nice. 2-2. Hast du noch etwas, oder ich sag mal so, ist dein Fahrzeug von dir außerhalb des Frachtraumes? Außerhalb, wie meinst du außerhalb des Frachtraumes? Ja, also quasi, ich sag mal so, hier gibt's ein Fahrzeug bei dir, was nicht in der unteren Etage ist, also hier unten, sondern halt oben. Ja. Echt? Ich hab das Gefühl gehabt, du hast alles jetzt nur noch in diesen Frachträumen, ne? Nee, und du? Hast du was hier an der Oberfläche, sag ich mal? Ja. Bei Tageslicht? Was, wo Tageslicht hinkommt? Ja, ja, so ist gut formuliert, kann man so sagen. Tageslicht ist gut, Bro. Aber ich sag dir so, wie es ist. Ich tu mir gerade schon schwer. Oh, warte mal, da sieht's interessant aus. Warte mal. Ey. Mir hier gerade auch sehr, sehr schwer. Hast du noch was weiteres bei dieser erhöhten Position bei dem Tower da? Außer das eine, was ich da gefunden habe? Nee. Nee, habe ich nicht. Okay. Du? Also muss ich nicht checken. Nee, ich auch nicht. Okay. Warte mal, ich muss mal hier aber checken. Hä? Bro, also es ist wirklich verdammt schwer, das Hide and Seek. Finde ich. Das ist krank schwer. Okay. Hast du auch irgendwie sowas an der Außenfassade irgendwie hingehangen, so wie ich mit dem Anker, so weißt du, irgendwas, was man nur so von außen sieht? Ja. Aha, okay. Mhm. Dann check ich mal den Außenbereich ein bisschen ab. Okay. Alter, Bro, ich tue mir gerade echt schwer.
Hast du etwas in ein Flugzeug gepackt? Nee. Vielleicht hast du so Düsenjet irgendwie so die Haube aufgemacht und da zum Fahrerkabine irgendwie reingeparkt. Irgendwie sowas. Oh, das ist ja krass, aber nein. Ja, das ist echt crazy. Boah, Bro. Ich sag dir ehrlich, 2-2 steht's und ich tu mir verdammt, verdammt schwer. Hängt bei dir noch etwas am Rande des Schiffs oder so? Nee. Hä? Bro, was hast du getan? Also, ich... Ah, warte. Ey, du hast einfach auch an den Anker dran gehangen. Ich kann das erklären, Bro. Du Ekliger. Ich kann das erklären. Doch die gleiche Meter. Ich hab doch die gleiche Meter aktiviert, Bro. Ey, du hast doch bestimmt hier irgendein Fahrzeug drin, ne? Alter. Oh mein Gott, Bro. Also wirklich verdammt, verdammt schwer. Digga. Okay, das heißt, mir fehlt nur noch ein Fahrzeug von dir. Kommt bei dir bei einem Fahrzeug Tageslicht dran? Ja. Hä? War das Tageslichtfahrzeug, was ich gerade eben gefunden habe? Ja. Ah, okay, und du hast ja gesagt, du hast mehrere im Frachträumen, also ist das letzte, was noch fehlt, im Frachtraum. Bro, wieso bist du gerade so gut? Hilfe! Hä? Ja, ich kombiniere halt hier die Sachen. Bei dir ist ja noch ein Fahrzeug im Frachtraum, stimmt's? Warte mal, dir fehlen noch zwei Sachen, ne? Ja. Lass mich mal überlegen, was da noch fehlt. Okay, also ich weiß das eine, was auf jeden Fall an Tageslicht ist. Aha. Was fehlt mir noch? Keine Ahnung. Bobbycar fehlt und... Das Bobbycar versteckt weiß ich gerade, aber welches fehlt dir noch? Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Mini-Motorrad, glaube ich. Bro, also ich sag dir so, wie es ist. Wo steht das Mini-Motorrad hin? Ja. Hängt vielleicht in meine eigenen Verstecke nicht mehr. Also, an dein Bobbycar kommt Tageslicht dran. Hängt es irgendwo dran? Nee. Hä? Wie kann da dann Tageslicht rankommen? Aber das Schlimme ist einfach, ich weiß gerade mein eigenes Motorrad. Bro, wie soll ich es finden, wenn du selber nicht mehr weißt, wo es ist? Ist das Bobbycar trotzdem, also nicht vielleicht im Cockpit da oben drin, sondern aber auch oben da irgendwie auf dem Balkon oder so? Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Das Bobbycar ist, das hat nichts mit diesem Tower da zu tun. Hä? Das muss ja dann irgendwo in einem Balkon oder so stehen. Ich weiß, dass das in einem Balkon steht, Bro. Ich weiß es. Ich weiß, wo es ist. Oh. Also, Bro, ich sag dir ehrlich, die Zeit ist jetzt auch gleich um. Und ich habe nur 2 Fahrzeuge. Das heißt, du würdest einen Instant-Punkt bekommen. Checkst du das? Bro. Mir fehlt ja selbst noch was. Und das Schlimme ist, ich finde mein eigenes Fahrzeug nicht mehr. Ich guck gerade sogar nach meinem eigenen. Bro, okay, ich sag dir so, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Komm. Hey, wenn ihr auf jeden Fall, Leute, nochmal so ein kleines Hide-and-Seek-Battle sehen wollt, dann lasst unbedingt ein Like da, weil das war echt gigaschwer. So, okay, wo ist dein Bobbycar? Erklär mal. Warte mal ganz kurz, Bro. Ich suche hier die ganze Zeit. Dein Motorrad? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich es hin habe. Ich kann mich nicht. Vielleicht ist es irgendwie weggebracht oder so und dann kriege ich einen extra Point. Ach so, du hast es gar nicht hier versteckt, Bro. Unter Wasser hast du es versteckt oder was? Vielleicht hast du es vergessen, nein. Frozen in Place oder sowas. Mann, ist runtergefallen, schwimmt gerade durch die Gegend. Kann das sein? Das ist... Ja, Bro, ich weiß auch nicht, was du da versteckt hast. Sowas passiert mir nicht. Also, Motorrad war das, was ich dich gesehen habe und du es dann neu versteckt hast. Genau. Ja, und wo war's? Ich dachte, ich gebe dir damit so einen Denkanreiz. Bro, ich fliege hier gerade durch die Gegend. Ich finde nicht mal. Bro, wo ist denn dein Bobbycar überhaupt? Hä? Geht das gar Bobbycar nichts. Weiß ich. Oh mein Gott, das wird bestimmt hier irgendwo sein. Ich kann es dir einfach nicht sagen, wo ich das hin habe. Ich keine Ahnung, Bro. Bro, wie? Ich finde es. Ich habe dein Bobbycar gefunden. Oh mein Gott. Aber mit Fliegen halt natürlich. Okay, ich habe dein Bobbycar gefunden. Das war gut, ne? Das ja, gut. Ich habe irgendwie diese Insel gar nicht beachtet, Bro. Bin da kein einziges Mal drüber gefahren, no joke, in der ganzen Folge. Okay, willst du mein Auto sehen? Bevor wir... Ja, wir Bro, können ja dann ey, mal genau, dein Motorrad finden vielleicht. Es triggert mich, ich weiß nicht, wo komm mal hier unten in den Frachter, wo du mein Bobbycar gefunden hast. Da, wo es oben war. Das Lustige ist, bei dem Auto
Man hat sogar die ganze Zeit eine Fahne gehabt. Die, guck mal, siehst du die Fahne hier? Oh mein Gott! Siehst du die Fahne? Der hast du auch selbst gespawnt? Ja, ja, aber die Fahne hat die ganze Alter. Zeit rausgeguckt, deswegen habe ich es einfach da gelassen. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Okay, und weißt du, was jetzt machen? Ich versuche jetzt mal mit Vehicle, Teleporting Close Vehicle, auf dein Ding Motorrad zu kommen irgendwie. Ja, das aber irgendwie versuchen. Geht nicht. Bro, weißt du, in welchen Abschnitt du es versteckt hast? Warte, ich hab's. Nein, wo ist es? Ah, ne, nee, das ist mein Motorrad. Ach. Das war am Anker, sorry. Hä? Bro. Ich fliege hier gerade selbst ums Schiff die ganze Zeit rum. Warte, ich hab's. Das war im... Wo oh mein Gott, du hast es einfach im... Bro, du hast dich angelogen. Das ist hier einfach komplett bei der Steuerparadies-Kuppel. Alter, Bro, ich hab's vergessen. Ja, und ich habe ihn nicht mehr gesucht und es steht einfach hier. Ja gut, dann gibt's halt einen Strafpunkt für mich, weil dann nimm das. Ich hab gefragt, ob es da ist. Und so, nö, aber es steht einfach da drinnen, Bro. Ja, okay, passiert auch mal. Guck mal, wir machen sogar so... Du kriegst einfach keinen Punkt. Ich darf trotzdem nur die zwei Fahrzeuge benutzen, aber du kriegst keinen Punkt. Okay? Okay. Das bedeutet, wir gehen jetzt rüber zum Sumo Battle Challenge, mein Lieber. So, Bro, bist du bereit für das kleinste Sumo Battle Deck? Eins, los. Ja, ich bin bereit. Bist du ready? 3, 2, 1, go! Oh, hä? Was? Okay, 1-0. 1-0 für dich, Bro, das Bobby Car ist krass. 3, 2, 1, go! Okay, das war wichtig. Outplane. Oh. Oh, das... LOL! Bro, ich konnte nichts damit machen und das damit... Das Bobby Car ist ja voll stark. Bro, übel stark. Damit steht es aber schon 1-0 für dich und wir gehen rüber zum nächsten Battle und zwar ein Rennen. Bro, und hier muss ich doch jetzt das Motorrad nehmen, was ich nicht gefunden habe, weil du einfach falsche Informationen gegeben hast. Und wir porten uns jetzt erstmal damit. Schön am Ende des Hafens. Komm hier zu mir. Mein Lieber, port dich zu mir. Und wir markieren von hier aus wunderschön einfach den Casino-Eingang, ja? Das wird ein schönes, kleines Battle sein. Mach dich ready, mein Lieber. Und zwar, du musst dich umdrehen, glaube ich. Du bist ein bisschen falsch rum. Aber 3, 2, 1, go zum Casino. Let's go. Okay, ich habe dich weggeschubst. Das war, warum führt er mich dahin? Oh, mit dem kleinen Motorrad schön die Hindernisse ausweichen. Yeah. Oh, das ist aber ein starkes Motorrad. Oh, okay. Ich muss aber sagen... Ja? Ich komme mit dem Ding nicht so gut klar. Ich schon. Die Lenkung ist auch nicht so krass. Also ich komme gerade unnormal gut klar. Oh, und dadurch kann ich vielleicht das Ausgleich machen, 1-1 machen. Und dann wird schon ziemlich interessant. Vorne. Ja, ich bin übelst gut weit vorne, Bro. Es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, Oh. Oh mein Gott, ich bin fast weggefetzt komplett, ne? Ich hätte fast beinahe das Battle beendet mit einem... Oh, was? So. Oh mein Gott, kannst du crashen, Quatsch bitte? Quatsch nicht so viel, Junge. Kannst du bitte crashen? Kannst du bitte crashen? Bitte crash, bitte crash, bitte, Max. Crash Bandicoot. Oh. Guck mal hier, schön clean die Kurve. Dino Reno. Oh mein Gott, Bro. Ich bin so gecrashed, da. Es bleibt mir nichts übrig, Bro. Du hast geschafft, Bro. No way. Ja? Nein, ich wollte Treppen fahren, aber das Motorrad ist voll verbuggt bei Treppen. Ah, wolltest du ein bisschen abkürzen? Ja. Ne? Bro, ich habe mich selbst in die... Oh mein Gott. Ich bin da. Bro, ich wollte abkürzen und das Motorrad hatte Probleme, Treppen zu fahren und so. Ey, damit steht es jetzt schon 2-0 für dich und es gibt nur einen Ehrenpunkt. Let's go. Bro, das letzte Battle ist ein Shoutout-Battle, aber ich glaube, wir können mit diesen Autos gar kein Shoutout-Battle machen, Bro. Was sollen wir jetzt machen? Ich glaube, wir müssen den Vergrößerungsknopf aktivieren, Bro. Schieß mal bitte an. Du musst ihn treffen mit der Pistole. Und let's boom. Go. Alter, Max, was hast du getan? Du hast das kleine Auto zu einem Riesentruck gemacht. Okay, damit kann man auf jeden Fall ein krasses Shoutout-Battle machen. Okay, nimm dir eine Pistole in die Hand, Bro. Yes. Und ich bin ready. Ich bin ready, mein Lieber. Ich habe keinen God-Mode mehr drin. Du hoffentlich auch nicht. Bist du bereit? Ich auch nicht. 3, 2, 1, let's go! Bro. Oh mein Gott, du hast mich schon getroffen. Echt? Ich schieße mal deine Reifen ein bisschen platt, Bro. Oh, du hast mich getroffen. Hey! Oh. Aua, du hast dich auch getroffen. Du fällst runter, Bro, du fällst runter. Aua, chill, Bro. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Oh, habe ich dich wieder getroffen?
Ja, ich hab dich, glaube ich, getroffen, oder? Oh mein Gott, ich bin fast down. Nein. Ja! Nein! Wenigstens den Ehrenpunkt! Oh, aber was ein cooles Battle, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, abonniert den Kanal, checkt uns ab und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Tschüss! Verfehlt. Tschüss!